Wir blicken hier auf die neue Designstrategie oder das neue Gesicht, das neue Design von Volkswagen hier am Beispiel des neu vorgestellten VW ID.2. Es handelt sich hier immer noch um eine Studie, das erkennt man auch an diesem Schild, an diesem Prototypenschild ID.2 All oder ID.2 All, wie auch immer das ausgesprochen werden soll. Aber fest steht, dieses Auto, was wir hier gerade sehen, das ist der neue ID.2, der 2025 auch dann als Elektro-Polo-Pendant, also Polo-Pendant auf elektrisch, beim Händler stehen wird. Und was hier wirklich schön anzusehen ist, ist, dass Volkswagen anscheinend die 180-Grad-Wende im Design und auch in der Philosophie, wie ihre Produkte aussehen sollen, hinbekommen hat. Hier sehen wir den ID. Live. Dieser ID. Live, der sollte letztes Jahr, also im Jahr 2022, mal eigentlich den kommenden VW ID.2 ankündigen. Er war sehr verspielt und in seinem Boxy-Design nicht wirklich als ein VW zu erkennen. So zumindest finde ich. Und das ist jetzt hier mit dieser C-Säule, die wir sehen, die auch vom ersten Golf inspiriert ist bei diesem ID.2, den wir hier gerade in der Heckansicht sehen. Hier nochmal der Blick auf die C-Säule, auf die wirklich markante Golf-C-Säule. Solche Sachen, solche Designelemente hat jetzt Volkswagen hier wieder eingearbeitet. Der neue Chefdesigner von Volkswagen, Andreas Mint, der von Bentley kommt, der ist dafür maßgeblich verantwortlich, diese alte oder Heritage-DNA, die Volkswagen in sich trägt. Alt ist ja immer so ein bisschen nicht gern gehört im Marketing bei Volkswagen, aber auf jeden Fall die Werte, die für die Volkswagen steht, die erkennt man jetzt hier in diesem Fahrzeug wieder. Ja, das Interieur, wie man hier sieht, neu designtes Lenkrad, sehr fein gezeichnet, sehr sportlich, hat ein bisschen was vom Porsche-Design gekriegt, unten abgeflacht, also auch wieder in Richtung sportliche Modelle. Dann haben wir eine ansteigende Mittelkonsole, die unten noch Stauflächen, also einen Stauraum frei hat, die schwebt so leicht. Das sieht sehr schick aus und ist vor allem, scheint sehr auch sehr funktional zu sein. Auch mit diesem Gangwahlhebel in der Mittelkonsole. Volkswagen geht dann weg von dem Gangwahlhebel rechts am Lenkrad. Wir haben hier zusätzlich auch schön großzügig gestaltete Displays, ein Multimedia-System in der Mittelkonsole, also schwebend. Und ein großes Fahrer-Cockpit-Display, also ein digitales Cockpit, das wir hier gerade sehen hinterm Lenkrad. Das ist endlich mal jetzt groß. In den bisherigen ID-Modellen war das ja wirklich eher klein dimensioniert. Ja, der VW ID.2, das Konzeptfahrzeug, was wir hier zumindest sehen, das verfügt über 226 PS auf der Vorderachse. Das sind 166 Kilowatt. Wir gehen davon aus, dass hier aber auch noch leistungsärmere Versionen kommen werden. Von einer Version rund um die 80 Kilowatt als Basisversion des ID.2 2025 gehen wir aus. Ja, zusammen mit dem Cupra Urban Rebel war auch das Konzept, das letztes Jahr auch bei uns medial sehr die Runde gedreht hat, der auch ebenfalls auf der MEB Entry Plattform basiert, wird der ID.2 auch ab 2025, also zusammen mit diesem Fahrzeug auf derselben Plattform, in Spanien gefertigt werden bei Seat Cupra und wird dann auch Mitte 2025 bei uns in Deutschland beim Händler stehen. Ja, mit den 226 PS, die das Konzept hier hat, das sei noch gesagt, geht es von 0 auf 100 in unter 7 Sekunden, so sagt zumindest Volkswagen. Bei 160 km/h ist Schluss, zumindest in dieser künftigen Basisversion hier erstmal. Natürlich sind auch Sportversionen in der Planung, aber das ist alles noch Spekulation, ob das auch diese Sportversionen, ob die auch unter dem GTX-Label firmiert sind oder dann sogar es ein R-Modell geben wird, das ID.2. Das ist noch sehr, sehr weit in die Zukunft gesprochen, aber es ist auf jeden Fall relativ sicher, wenn man so das Design und das gesamte Gesamtpaket sich so anschaut, dass auf jeden Fall ein Sportmodell, das ID.2 hier kommen wird, ähnlich des Polo GTI. Ja, für 25.000 Euro soll dieses Fahrzeug dann im Jahr 2025 zu bekommen sein. Volkswagen sagt aber auch gleichzeitig, dass sie an einem Elektroauto
für unter 20.000 Euro weiterhin arbeiten. Ein Ausblick auf den kommenden VW ID.1. Die 1 ist ja nach wie vor nach unten frei. Das ist dann die Basis, auf der auch jetzt der E-Up steht zum Beispiel oder diese Positionierung. Und da wird sich Volkswagen hat noch was einfallen lassen, um ihrer Strategie auch, wir bauen Fahrzeuge für alle oder für die meisten in dieser Gesellschaft, gerecht zu werden.